Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds. Wir befinden uns jetzt hier beim Schiffchen. Da hinten ist noch ein Gegner. Hier sind zwei Freunde anscheinend. Leutnant Mercer und Private Kimball. Ich habe euren Freund getötet, es tut mir leid. Es war aber auch nicht meine Absicht. Will ich nur mal anmerken. Ich wollte aufstehen. Hallo da. Wie geht's? Ups. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Call on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Jetzt ist doch nur ein Ladeverstoß. Vergiss es einfach. Soviel ich weiß, habe ich einen deiner Kollegen in der Höhle gefunden. Ja, aber ich sollte nicht erwähnen, dass er tot ist. Ich hatte bereits mit einigen von ihnen zu tun. So viel weiß ich schon. Ich habe einen deiner Kollegen in der Höhle gefunden. Really? How is he? Dem geht es super. Einfach klasse. Well, that's a relief. You don't want to know how much paperwork's involved in paying off a gravesite fee. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. So. Überzeugen. Scheut sich das Wachpersonal von Spacer's Choice etwa vor einer Herausforderung? Lügen. Ich wette, diese Plünderer können dir verraten, wem dieses Schiff gehört. Einschüchtern. Ich fürchte, da muss ich dir in der nächsten Kundenzufriedenheitsumfrage 0 Punkte geben. Okay, wir lügen natürlich. Das ist ganz klare Sache. Ich wette, diese Plünderer können dir verraten, wem dieses Schiff gehört. You think? Most marauders can't even talk. But criminals do attract other criminals by their own nature. You know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Here we go. Viel Spaß. Ich habe übrigens vergessen, wir haben ja noch einen Helm bekommen. Wie komme ich daran? Oh, Rüstungsverwaltung. Um eine Rüstung oder einen Helm zu tragen, gehe zu dem Gegenstand und wähle ihn dann aus. Du kannst hier auch deine Rüstung verwalten. Zerlege sie, überprüfe sie, vergleiche sie mit anderer Rüstung, markiere sie als Schrott oder lass sie fallen. Yay, wir haben einen Helm. Ist das nicht cool? Der muss repariert werden, ja? Noch haben wir ja nichts. So, das ist der andere Kram. Injektor zum Anregen der Zellheilung. Ah. Wir haben auch übrigens eine leichte Lebensregeneration, habe ich gemerkt. Also der Aspekt, den ich mir reingezogen habe, war eigentlich für den Arsch. Ich hätte auch warten können. Dietriche. Ein Werkzeug, um Schlösser zu knacken. Diebstahl ist nicht die Antwort. Diebstahl ist die Frage. Und die Antwort lautet, ja. Unerlaubter Gebrauch dieses Gegenstands durch eine Person ohne eine Sicherheitsfreigabe des Rangs A5 stellt eine Straftat der Klasse C dar. Ich liebe Science Fiction, das ist so cool. Warum? Ich habe ja schon gesagt, ich werde mich jetzt mehr auf Science Fiction konzentrieren. Weil ich habe einfach da am meisten Spaß mit. Genau, legt sie um. Ich sammle die Beute ein. Oh, das war aber nicht nett. Pass auf. Headshot. 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 Tot. Oh, Klamotten. Irgendwer von denen ist jetzt blind. Oh, ich liebe es, dass man hier so viel Munition bekommt. Alles klar. Fleisch umsonst bekommen. Nehme ich. So, sollen wir uns erstmal umschauen? Ich meine, die wollen wahrscheinlich an den Schiffsinhaber. Das bin jetzt ich. Vielleicht sollte ich sie umbringen. Was haben wir denn hier? Was bist du denn, Alter?
Der wurde mit einem Beil getötet. Ist nämlich auch eine Schaufel. Nehme ich. Hier ist sonst nichts. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier zu erkunden. Mehr als bei Fallout 76 auf jeden Fall. Und ich denke, wir müssen auf jeden Fall nachher noch weiter. Aber es sieht so aus, als wäre hier ein Weg. So, die Frage ist, wie leicht sind die beiden zu töten? Das ist doch hier die Frage. Also hier geht es auf jeden Fall in verschiedene Richtungen. Da hinten ist noch ein Gegner. Und hier fliegen immer Schiffe durch die Gegend. Da hinten ist eine riesige Stadt. Oh mein Gott. Oh, dieser Regen. Und dieser Mond. Guckt euch diesen fucking Mond an. Oh, ich wünschte, wir würden auf so einer Welt leben. Auf so einer. Wo der Mond einfach so riesig ist. Und zwei Monde da sind. Oh, das wäre so cool. Stattdessen haben wir so einen mickrigen Mond, den man kaum sieht. Hinter den Wolken. Ich sehe da ein Viech. Oha. Wenn ich den zu den beiden anderen locke, könnte er mir die Arbeit abnehmen, oder? Oh Gott, sie kommen! Sie kommen! Leute, helft mir! Ich brauche eure Hilfe! Ich flüchte auf den Stein so lange. Oh Gott, was passiert? Oh, ich glaube, man darf nicht auf den Stein. Man kann nicht auf Steine. Ich bin am Arsch. Wo sind die hin? Sind die zurückgelaufen? Habe ich nochmal Glück gehabt? Alles klar, der ist auf jeden Fall noch zu stark für mich. Mit denen sollten wir uns nicht anlegen. So, was geht, Junge? Ups. This is gonna take a lot of paperwork. Ich will da nicht einfach reingehen, wir wissen ja, dass es mir gehört. Damn, Marauders are out of control. Okay, gucken wir uns erstmal die Rüstung an, die wir bekommen haben. So, Rüstung 4. Zack. Schon sehen wir aus wie ein Raider. Nice. Gehen wir erstmal rein, gucken, ob die was dagegen haben. Durst. Du bist durstig und solltest etwas trinken. Auf Albtraum-Schwierigkeit musst du alle paar Stunden etwas trinken, um nicht zu dehydrieren. Ein nicht-alkoholisches Getränk zu trinken, haben wir schon gelesen. Ohne etwas zu trinken, okay. Okay, okay, okay. Aber wo sehe ich meinen Durst? Ach so, da. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Aber so durstig bin ich jetzt noch nicht. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Ja, und weißt du, was auch noch schwierig ist, schlecht ist für meine Gesundheit? Und zwar, dass mein Mikrofon, mein Headset keinen Akku mehr hat. Das muss ich übrigens alle paar Stunden machen. Das ist natürlich der Aufwand für ein Headset ohne Kabel, aber ich tue es ehrlich gesagt ganz gerne. Es ist halt auch nicht sehr aufwendig, ne? Es ist halt einfach nur zickzack, fertig ist. Darf nur dabei nicht mein PC ausmachen. Und ich sollte die andere Batterie richtig rum in die Docking Station packen. So. Beste Kopfhörer aller Zeiten. Leichtes Sturmgewehr. Aber ich werde wahrscheinlich eh mehr so Richtung Pistole gehen. Oh, ich habe noch keinen Ton. Moment. So, 180. 100. Oh, ist ja ganz klar. Hallo, Ton? Jetzt ist er da. Keine Ahnung, was das war. So, wir ignorieren sie erstmal weiter und durchsuchen das Schiff. Gucken, was hier so Schönes gibt. Intruders are not authorized to access the unreliable's amenities, including the cargo hold's workbench. Dann gehe ich halt hier hin. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Ja, du bist hier die Schiffsintelligenz, ja? Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment. And exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Die Waffe geklaut, ne? Fand sie wahrscheinlich nicht so cool.
Ich bin nicht hier, um irgendetwas unrechtmäßig zu entwenden. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. Dir ist schon bewusst, dass wir auf festem Boden stehen, oder? You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Ist das Hawthorns Schiff? This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Hawthorne ist tot. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Verstehe, ich muss Captain Hawthorne sein oder wir kommen hier nicht weg. Wir machen erstmal den hier. Okay, aber ich bin nicht Hawthorne. Hawthorne ist tot. I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. Du verstehst nicht. Ich heiße Zero. I understand. You are going undercover with an alias. I will update my discretion protocol accordingly. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Okay. Ich glaube kaum, dass so ein Teil einfach irgendwo in der Garage rumliegt. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Oh, oh. Ich hätte sie töten sollen. Scheiße. Lass endlich diesen Captain Hawthorne Scheiß. It is difficult for me to do so. I am programmed to accept commands from Captain Alex Hawthorne, after all. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Fähigkeitspunkte verfügbar. Fertigkeitsverbesserungen. Jedes Mal, wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte, mit denen du deine Fähigkeiten verbessern kannst. Punkte in Kernfähigkeiten, Nahkampf verbessern alle damit verbundenen spezialisierten Fertigkeiten bis zu einem Maximum von 50. Nach 50 kannst du die Punkte direkt in spezialisierte Fähigkeiten bis 100 investieren. Jede Fähigkeit verbessert sich mit mehr Punkten, aber alle 20 Punkte erhältst du besondere Freischaltungsboni. Worum genau es sich dabei handelt, steht in den Fähigkeitsbeschreibungen. Rüstungen, Verbrauchsgegenstände und Statuseffekte können zeitweise deine Fertigkeiten erhöhen oder senken. Das hilft bei Fertigkeitsproben und den passiven Boni der Fähigkeit. Ändert aber nichts an der Freischaltung. Alles klar, Cheffe. Stufenaufstieg, Glückwunsch! Du hast genug Erfahrung gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Öffne dein Charakterregister, um deinen Charakter zu verbessern. Stufenaufstiege erhöhen deine Lebenspunkte. Zudem kannst du Punkte auf deine Fertigkeiten verteilen und jede zweite Stufe einen neuen Vorteil wählen. Alles klar. Register anzeigen. So, das ist das, was wir bereits haben. Oder was gesenkt wurde. Wieso ist das rot? Wegen meinem Durst. Vorteile auswählen. Willkommen bei der Vorteilswahl.
Auf diesem Bildschirm kannst du auswählen, welche Vorteile du von deinen Vorteilspunkten kaufst. Alle 2 Stufen erhältst du einen neuen Vorteilspunkt. Du kannst auch im Spielverlauf Vorteilspunkte erhalten, indem du zum Beispiel Schwächen akzeptierst. Schwächen? Mit je 5 neuen Vorteilen wird ein neuer Vorteilsgrad für dich freigeschaltet. Okay. Oh, ich sehe schon, das wird jetzt hier ein bisschen knifflig. Es wird jetzt knifflig. Details, Ruf. Neutral. Ja gut, 6% schlecht. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es schlecht ist. Aber es ist ja nur der sekundäre Pfad. Alles gut. Wir haben nur nichts Falsches gemacht. So, Kosten. Ein Vorteilspunkt. Du bist seit deiner Stasis gesünder geworden. 50% Grundleben. Holy shit. Taktischer Ziel, achso, mehr Langsamkeit. Schaden, wenn alleine unterwegs. Das wird wahrscheinlich meine Masche sein. Ich hasse NPCs. Vor allem Leute, die mich verfolgen. Gehgeschwindigkeit, Sprintgeschwindigkeit, Waffen, Rüstungshaltbarkeit, kritische Chance von Begleitern. Begleiter werde ich wahrscheinlich ignorieren. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie schwer eine Mission wird. Die können halt auch dauerhaft sterben bei mir. Das ist das Problem. Grundrüstungswert, zusätzliche Munitionsvorräte bei Händlern, zusätzliche Verbrauchsgegenstände und allgemeine Gegenstände bei Händlern. Tragekapazität, Aufladerate der taktischen Zeitindikation, das ist auch nicht schlecht. Du bist sehr effizient, schaltet die Fähigkeit Schnellreise trotz Überladung frei. EP von Begleitertötungen, Händlerpreise. Check. Achso. Anwenden. Das gefällt mir. So. Schleichen haben wir 21 Blocken. Brauchen wir nicht ausweichen, ist okay. Wir müssen auf die 40 kommen. Kritische Schaden durch Handfeuerwaffen um 50% erhöht. Ja, da. Durst minus 3. Na gut, dann muss ich gleich was trinken. Verfügbare Punkte. Hallo? Wie level ich? Achso! So, 5 darauf. 2 auf Schleichen. 2 auf Ausweichen. Kann ich das zurücknehmen? Auch rückgängig. Okay, vielleicht doch nicht auf Ausweichen. Das brauchen wir nicht, wenn wir nicht in den Kampf gehen. Ist das jetzt nicht so wichtig. Stattdessen würde ich nochmal 2 in den hier reingehen. So, anwenden. Zeitdilatation, Trefferzonen. Du hast Trefferzoneneffekte für die taktische Zeitdilatation freigeschaltet. Treffer an verschiedenen Körperzonen in der TZD verstümmeln oder verkrüppeln diese Körperteile. Probiere unterschiedliche Zonen, um die verschiedenen Effekte zu erfahren. Brusttreffer verursachen je nach Waffe unterschiedliche Effekte. Wir können wieder verkrüppeln. Alter! Ja! Ja! Endlich! Oder Zeit. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Es ist leider nur ein kurzes. Schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Bin ich geduckt? Nein. Ich wirke so klein. In need of repair or modification, the Crux 2000 workbench is at your disposal, Captain. Abgesägte Schrotflinte. Eine deiner Waffen oder Rüstung ist kaputt. Ja, gut. Werkbank benutzen. Werkbank. Die Werkbank ermöglicht es dir, Waffen und Rüstung zu reparieren, zu verbessern und zu modifizieren, damit sie jederzeit kampfbereit und in bestem Zustand sind. Wähle auf jedem Bildschirm erst die zu bearbeitende Waffe oder Rüstung und dann, was du damit tun möchtest. Sie reparieren, in Teile zerlegen, mit einem Mod verändern oder sie per Tüfteln verbessern. Wir werden auf jeden Fall die hier verbessern. Mod installieren. Ich habe leider keine Mod dafür. Noch nicht. Ja, die abgesägte Schrotflinte. Tüfteln, reparieren, zerlegen. Zerlegen wir ein bisschen was. Wir haben ja ein bisschen Schrott.
Zerlegen wir erstmal ein bisschen was. Ich hoffe, die sind alle hier als Schrott markiert. Ich weiß es nicht. Scheiß drauf, alles weg. Reparieren. So, was brauchen wir denn dafür? Reparieren 5. Verende Waffenteile 34. Ach, 5 kostet das. Der Schaden bleibt gleich. Die sind beide noch nicht so krass kaputt. Das geht eigentlich. Ist noch voll in Ordnung. Ich verbrauche hier keine Ressourcen für nichts. Schlafen? Mit Zeit. Bettruhe entspannt und lässt Zeit vergehen. Auf dem Schwierigkeitsgrad Albtraum kannst du dich nur in deinem Bett auf deinem Schiff ausruhen. Das macht ja nichts. Wurfballschläger. Alles klar. Also auch immer du bist. Gehen wir höher. Alter, dieses Schiff. Ist ja riesig. Ich liebe es. Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Alex installed it himself. Right before he died. Berufliche Kompetenzspezialisierungsmaschine. Charakter Respezialisierung. Respezialisierung erstattet alle ausgegebenen Fähigkeits- und Vorteilspunkte zurück. Dann kannst du sie noch einmal ausgeben, aber auf unterschiedliche Weise. Der Preis der Respezialisierung erhöht sich jedes Mal, wenn du die Maschine verwendest. Oh, das ist cool. Möchtest du 500 Bits ausgeben? Ein Scheiß will ich tun. Ich will was trinken. Was? Es wird von dir erwartet, Firmenausrüstung in gutem Zustand zu halten. Einer deiner Gegenstände braucht Reparatur. Du kannst Waffen und Rüstung an einer Werkbank reparieren. Ja, das ist schön. Ich brauche keine Reparatur. Wo brauche ich denn Reparatur? Ja, die Rüstung hier braucht Reparatur. Ja, super. Zustand 96%. Na, nicht wirklich. Wo muss denn hier was repariert werden? Du bist ein Werkzeug, oder? Nee. Ach so, das ist das Ding, was fast kaputt ist. Zustand 68%. Schaden 66%. Ja, gut. Was hast du für ein Ding? Taumeln. Naja. Schauen wir uns weiter um. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Da kommt er rein. Alles klar. Gehen wir noch höher. Hier ist eine Tür, die nicht aufgeht, oder? Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Hab ich mir fast gedacht, Mädel. Ah, ich wollte was trinken. So, wie trinken wir was? Aha. Was haben wir hier? Ist das Alkohol? Alkohol. Ist das Alkohol? Was habe ich hier noch? Das hat wahrscheinlich auch Alkohol, ne? Habe ich was Normales zu trinken? Ration. Ich habe nichts zu trinken. Alles klar. Lebensregeneration. Kater und Wahrnehmung. Achso, da verliere ich auch ziemlich viel. Persönlichkeitsattribute bekomme ich. Na gut. Ich brauche was Richtiges zu trinken. Hast du hier was Richtiges zu trinken für mich? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir sind hier in der verdammten Küche. Muss was zu trinken sein. Habe ich auch irgendwo einen Lagerplatz, wo ich Sachen einlagern kann? Das wäre meine nächste Frage. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Hier ist auch noch alles verschlossen, ne? Ich frage mich, ob sich das später öffnet. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. Gut, wir werden auch eine Mannschaft haben, aber die wird nicht oft mitkommen. Ich weiß, dass das Spiel wesentlich einfacher ist, wenn die dabei sind. Aber ich mag dieses Rumgewusel nicht. Oh, wir sind zurück. Okay, ich kann mein Zeug nicht lagern. Das heißt, alles, was wir dabei haben, haben wir dabei. Alles klar. Ab zur Siedlung. Aber
Das erst in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Euer Zero. Tschüss.